Immer noch kein Komodo Varan. Dann gehen wir halt einfach wieder. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Far Cry 3. Was machen wir denn als nächstes für eine Schweinerei? Jetzt müsste der dadurch sterben. Das wäre schon übertrieben lustig. Da gibt es eine Todaufgabe. Aber gerade kein Gefährt. Das Kreuz klingt auch interessant. Ach, sieh dabei Amanaki. Wir sind gerade gar nicht so weit weg von Amanaki. Wir sind ja von da oben gewandert. Dann können wir mal den letzten Varan mitnehmen. Ich denke, das gehen wir an. Und vorher nehmen wir noch die Todaufgabe mit. Also. Gleich die nächste links, rechts und dann über die Brücke. Ein Auto wäre trotzdem gut. Wir gehen mal auf die Straße, vielleicht hält jemand für uns an. Da kommt schon ein Auto. Ah, das ist oben. Mist. Schon lange nicht mehr geregnet. Oh, drei Schweinfarben. Schweinsfarben. Schweinische Farben. Was ist denn hier passiert? Die haben wir mal gebraucht. Nimm das doch, Hunde. Ich will nicht meine Munition verschwenden. Ah, hier ist ein Auto. Praktisch. Geradeaus über die Brücke. Komodo Varane zur Linken. Hier ist die Todaufgabe. Schön habe ich die Kurve. Will mich ja nicht selbst loben, aber das hat Spaß gemacht und sah auch gut aus. Gejagt werden muss ja auch noch. Den Jaguar hier gab's doch. Ja. Machen wir erstmal die Todaufgabe. Ein Pirat wird in der Nähe einer heißen Quelle. Ehre die Tradition und töte ihn mit einem Messer. An die Mission kann ich mich noch gut erinnern. Das gestern gewesen. Jetzt geht er an seine Kumpels ran, das ist nicht gut. Sehr offensiv meinerseits, ich weiß. Interessant, fast schon. Spannend. Das kam von da drüben. Dann schau dir das mal an, wird bestimmt interessant. Schön dunkel hast du es hier. Möchtest du dich nicht hinlegen? Wird uns nicht ärgern. Was?
ich hab... Wo denn? Kannst du es bitte aussprechen? Wo? Trau dich, los. Er will nicht, dann lassen wir ihn halt. Wir wollen ja niemanden zu irgendetwas zwingen. Na, Fähigkeitenpunkt, tot von unten wollte ich dann schwimmen, ne? Tot von unten. Jo. Bewege dich zu einem Gegner, der über dir an einer erklimmbaren Kante steht. Drücke F, wenn das Symbol erscheint, um nach oben zu greifen und ihn zu töten. Dieser Takedown kann auch aus dem Wasser heraus ausgeführt werden. Du hältst fünffache Erfahrungspunkte für jeden Kill. Klingt doch gut, ich will keine Spritzen herstellen. Schön hell. Der Arm wird immer voller. Habe ich schon erwähnt, wie cool ich das finde, dass das Tatau den Fähigkeiten Fortschritt anzeigt. Benutze die am Zielort gestellte Schrotflinte, um die tollwütigen Hunde zu erlegen. Ich meine, ein seltenes Tier. Bei den Komodowaranen, das ist sehr gut. Jetzt liegt hier keine Munition rum. Wir haben kein Werkzeug, tut mir leid. Nee, wir können dir nicht helfen. Wir haben nicht mal ein Handy dabei. Wir haben nicht die Nummer vom ADAC. Das ist nämlich kein Smartphone, wir können nicht im Internet danach googeln. Wir können mit unserem Handy nicht das Google fragen. Den Zaun nicht lange. Was für eine Kunst. Oh. Dich weg. Für den Moment. Warum ist das Ding nicht durchgeladen? Tollwütige Hunde, wo seid ihr denn? Fünf Stück. Wie viel Munition wir mittlerweile tragen können. Ganz anders als damals, als wir hier waren. Lang, lang ist sehr. Viele Abstürze später. Ich hätte gern Waran. Ich höre schon einen, oder? Ja. Oder ist die Musik? Ist, glaube ich, eher die Musik. Vielleicht sind Warane gerade nicht verfügbar. Die haben gerade Ausgehverbot, wenn wir hier auf Hundejagd gehen. Hier gibt es also ziemlich gar keinen Hund, den wir umbringen können. Das ist jetzt aber, wie ich finde, schon sehr interessant. Wenn hier mal kein Bär drin haust, das ist ja eine super Höhle. Ist ja richtig tief. Schweinedunkel. Ich hatte hier meine Liege aufgestellt. Ist echt stockduster. Brieftasche ist auch voll, kann auch nicht wahr sein. Richtig coole Höhle. Leider sehr einfach zu entdecken, zu sehen. Man müsste die irgendwie verstecken, mehr Zeug runterhängen lassen, aber das sieht dann schnell wieder künstlich aus.
das Gebiet leider nicht eingezeichnet, aber ich sehe gerade auf der kleinen Karte, wir sind drin. Straßenbegrenzung. Ey, kommt ja gar kein Tier vorbei. Ich habe das Gefühl, man hat uns verarscht. Hier war ja noch gar kein Tier. Das sind noch Steine. Die jagen wir heute nicht. Ah. Nur zwei? Kann doch nicht sein. Ist ein Mini-Rudel gewesen. Übel. Aus der kurzen Entfernung. Da waren es nur noch zwei. Unsere Waffe, unser LMG ist da unten bestimmt wieder verschwunden. Wir waren bestimmt schon zu weit weg. Die Musik irritiert, wie ich finde, etwas. Man hat das Gefühl, neben einem tapst was. Vorhin hatte ich ja schon das Commodore. Varan ist in der Nähe gefühlt. Aber ich denke mal, die Varane haben jetzt Pause, wird es wohl die Hunde hier sein sollen. Die letzten zwei. Schnellste Waffe, auch wenn die schon irgendwie cool ist, aber kein Geld dafür. Ich hätte gern das LMG. Gleich in doppelter Ausführung die Rakiat unterwegs. Die Waffe mitgenommen. Ich weiß, die sah echt gut aus, aber ja. Ist doch ärgerlich. Fährt falsch lang. Aber oben könnte wieder ein Auto stehen bei der Hütte. Wir brauchen noch einen Commodore. Piraten kommen ja nicht mehr vorbei, dafür haben sie sich schon zu sehr ausgeräuchert und gelöscht. Das ist ein Schwein gewesen. Hoffentlich werden die von den Varanen in Ruhe gelassen. Hier ist einer. Ein Schuss und es reicht. Die Schrotflinte ist aus der Nähe ganz schön übel. Zu 12. Warum nicht 12 mal C4? Ich würde gerne tauschen. 12 Minen, Annäherungsminen und 12 mal C4, das wäre ja richtig geil. Jetzt bräuchten wir, denke ich mal, jetzt brauchen wir, denke ich, nur noch die seltenen Tiere. Nach Amanaki müssen wir jetzt nicht zwingend. Deswegen wieder nach unten orientieren und weiter zu Willis vorarbeiten. Das ist nämlich noch ein ganzes Stück, da müssen wir ein paar Außenposten und zwei, drei Funktürme, denke ich mal, mit. Na, vier könnten wir mitnehmen. So, hier. Ja. Da haben wir noch viel Spaß vor uns. Wir müssen uns auf jeden Fall in diese Richtung da. Ich nehme den Kommando nicht mit, ich brauche den nicht. Dafür brauchen wir jetzt aber ein Auto. Fahren die hier lang, vielleicht fahren die hier lang, vielleicht fahren die hier lang, die fahren hier nicht lang. Naja, hier fahren so viele Autos lang, da werden wir schon eins finden. Hör! Ob die Munition immer noch hier liegt. Wollt ihr mitkommen, Außenposten klar machen? Ein Commodore-Varan!
Das war ein Trick, oder? Das Auto wollt ihr dafür nur wieder haben. Das war... Na, raus da. Nein, ich fahre. Geh weg. Raus. Nein, nach links. Okay. Das war nur ein Trick, um uns aus dem Auto wieder rauszubekommen. Bin fast drauf reingefallen. Können wir bitte überholen? Ihr habt einen zurückgelassen, oder? Ihr seid jetzt nicht zu viert neben uns hier auf dem Auto. Wie unsicher der hier links sitzt. Müssen wir hier überhaupt lang? Noch ja, wir müssen jetzt aber nach links als nächstes. Na, links halten, ja. Ja. Nächste bitte links. Auf keinen Fall über die Brücke rechts. Nach links, sage ich. Nein! Ist das ein Auto? Ne, ist noch ein Fass. Jetzt hätte es hochgehen müssen. Schmeckt's? Du häutest das Wildschwein, wir häuten das Auto. Bei einem Außenposten vorbeifahren. Ja, wir müssen nochmal die Schrotflinte wegstecken. Links, rechts übers Wasser und dann geradeaus weiter. Wie da schon oft jemand reingebrettert sein muss, so wie das Gelände aussieht. Hey. Ich denke mal, wenn man den hilft, gibt es nur Geld. Was ja nicht verkehrt ist, aber helfen würde ich gerne, habe aber kein Werkzeug und... Wir haben leider keinen Platz für Geld. Links und auch nichts. Ah ja, stimmt ja, hier auch. Sind wir ja letztens erst über die Blätter da gesprungen. Uns auch gleich mal die Taschen mit den schönen Sachen, wofür wir jetzt mehr Platz haben, voll machen. Dann fahre ich eigentlich bis hier rein. Wir müssen noch eh gleich wieder raus. Wehe, das Auto nimmt jemand mit. Wehe. Brieftasche ist schon wieder fast voll. 100% Mist. Müssen wir genau lang. Runter, also zur linken müssen wir eigentlich. Wir müssen hochfahren. Hochfahren und dann übers Wasser. Also wir müssen drehen, rechts, rechts. Und dann eigentlich noch folgen übers Wasser. Die coole Brücke da. Der Wasserfall da hinten ist auch wieder aus. Wie cool sich die Autos hier auch, wenn eben etwas unrealistisch lenken lassen. Ja, unrealistisch, aber es macht Spaß. Ach, die Straße hier. Tolle Erinnerung.
Einen Wasserturm gibt's hier. Oh. Das sieht interessant aus. Oh, das ist, glaube ich, etwas tief, oder? Ja, da. Na. Mit Schwung können wir es wieder rüber schaffen, aber ich denke mal, wenn wir drin stehen bleiben in der Senke, ist das Auto weg. Hinten ist schon ein Außenposten. Stürzt das Auto jetzt runter, wenn wir uns draufstellen? So viel dazu. Jetzt wird es schwieriger, das Auto... Oh, hier ist eine Kiste. Ne, ein Relikt. Jetzt wird es schwieriger, das Auto zu verwerten. Das muss uns erstmal wieder da rausziehen. Haben wir toll gemacht. Konfliktdiamant, Konfliktdiamant. Sind wir hier in Afrika oder was? Diese kleinen Anspielungen hier und da auf den Vorgänger. Gefällt mir. Nicht das Auto wegrammeln, das wäre echt nett. Hat sowieso schon genug Lackschaden. Kriegen wir die Kurve gut hin? Das habe ich erwartet, dass das Auto versenkt wird, wenn wir da drin parken, aber ich habe gehofft, wir kommen mit Schwung durch. Dass es zu tief ist, war mir klar, aber es war doch ein Stück zu tief. Mist. Kaputter Teddybär. Na. Sieht ja noch schlechter aus. Schon wieder ein Komodo. Nee, wilde Vögel. Komodo. Marina Bay Street Circuit? Was ist denn das hier für ein Dorf? Das ist leider im unbekannten Bereich. Nicht wieder ein wildes Tier. Den, aua, bösen Buben erledigt. Oh Mann, hier gibt es ja gleich drei. Moment, hier muss noch irgendwann ein Fall sein. Haha. Und wieder vollständig alle Pfeile wieder zusammengetragen. Nein, das Auto lässt du in Ruhe. Darfst nicht mitfahren. Ich würde sagen, wir machen erst mit dem Funkturm klar. Sie müssen direkt geradeaus. Das Ding sieht man vielleicht schon. Die Steine haben bestimmt nichts zu bedeuten. Aber Fallwurz. Der Wagen hätte schon ordentlich zu kämpfen. Ich will jetzt nicht auf die Karte schauen. Ich guck mal, wo ich das Ding finde, wo ich das Ding sehe. Es ist viel zu viel grün. Ich will jetzt nicht auf die Karte gucken.
Ah, hinten. Geht lieber weg, ihr wilden Tiere, ihr Warane. Na, hat jemand nicht gut zugehört? Ich hab das Vieh nicht gesehen, weil wir auch. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ist ja ziemlich flach gebaut, so ein Waran. Hat ein sehr tiefgelegtes Fahrwerk. Warum brennt ihr so? Ihr habt euer Auto irgendwie blöd gelegt. Erstmal den Turm. Nein. Niemand will den Stein umbringen. Da ist er. Sehr einfach zu erreichen. Puh, das hier rumpelt und scheppert. Aha, geht euch echt. Falsch. Ah, wobei. Zentrieren. Der Außenposten mit 667. Außenposten? Wie komme ich denn jetzt auf Außenposten? Das gefällt mir. Kommst du hier nicht hoch? Kommt ihr beide nicht hoch? Ich zerschieße die Flasche. Wenn ich sie treffen würde, weder schmeißt hier was hoch. Haha. Die haben etwas von den Cleanern. Naja, auch Ubisoft-Abenteuer. Was bist du denn für ein Hampelmann? Du hast so viel gesoffen. Du bist nervös, Mann, oder? Er sucht uns. Ach, der hat eine Machete. Das lief doch gut. Na, das weniger. Immerhin sind wir direkt wieder beim Funkturm. Ich bin innerhalb von, ja, sagen wir mal 45 Sekunden wieder im Spiel, und wenn ich halt nicht groß Weg noch zurücklegen muss, den ich schon mal zurückgelegt habe, dann finde ich die Abstürze noch vertretbar. Dennoch will ich in der nächsten Aufnahmesession Pause was finden, was das Ganze endlich den Chaos macht. Das ist schon doof. Gibt's hier noch was zum Einsammeln? Ich komme hier nicht lang. Nö, sieht nicht so aus. Ich finde auch cool, die Dinger einfach knarzen. Aus Metall, schon ziemlich marode, aber die stehen noch. Ah, die Funktürme sind schon toll. Bin mal gespannt, ob wir bei irgendeinem Funkturm, ich habe ja einen im Blick, wenn wir dann im Süden sind, da meine ich einen mal gefunden zu haben, der nicht so einfach war. Mal gucken, ob wir den wiederfinden oder ob wir überhaupt einen haben, der uns stören wird. Schönes Wetter, man sieht was, das gefällt mir. Ganz schön windig ist es hier oben. Tod von oben. Ah.
ich muss das probieren. Tut mir leid, Jason. Nein! Doch, habe ich ja gar nicht geachtet. Kacke. Jason wollte nicht sterben. Ups. Komm mal nur. Naja, guckt uns nur euch an. Schön, oder? Vielleicht sollten wir von hier springen. Irgendwas, was uns die Burner anhauen könnte? Nö. Da denkt sich auch, wo kommt der her? Ja, vom Funkturm. Wieder ein Hauch zu spät, aber ich glaube, von so weit oben funktioniert heute von oben einfach gar nicht. Das war ein bisschen daneben. Mittlerweile kenne ich den schon fast auswendig. Auch nur fast. Dann nehmen wir ihn jetzt einfach mal ein. Außer es tut sich noch was auf. Wir können dort von oben auf den Falken machen. So viele schöne Bäume. Keine Palmen, sind in Anführungszeichen einfach nur normale Bäume. Solche Billo-Schlösser. Unter Wasser. Ja, unter Wasser nicht. Eine Wasserhöhle. Funkturm aktiviert. Was für Waffen gibt es denn jetzt gratis? Na sowas. Die kennen wir doch. Leuchtpistole. Zwei neue Übergabeaufgaben wurden der Region freigeschaltet. Ui. Gibt's hier auch ein Seil, was direkt nach unten hier zu uns hier unten führt? Das führt doch eher zum Wasser. Bin ich mal jemals in Funkturm den gleichen Weg wieder zurückgegangen? Ich meine, nein. Ich kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ganz kurzes Quietsch, genau. Runter ist ziemlich einfach, weil die Schwerkraft hilft. In Wahrheit ist das Hochkommen einfach. Teilweise sehen Sachen dann von oben so gefährlich aus, weil so weit weg. Ich möchte gerne Tekken Takedown machen. Tekken. Jojo, wir schließen uns an. Bitte lauf nicht so weit weg. Oh Mann, Spielverderber. Eine Granate durften wir nicht schmeißen. Nein. Rostiges Universalmesser.
Hier oben war eine Hütte, die fand ich recht interessant. Schraubenbaum. Übergabeaufgabe. Die Tasche ist bald wieder voll. Wir kaufen die Spritzen hier zur Zeit. Und stellen die nicht mehr selbst her. Der sonnt sich. Soll er weitermachen? Wir machen seine Aufgabe. Bring dieses Fahrzeug samt der geladenen medizinischen Ausrüstung zur Markierungsfackel, bevor die Zeit abläuft. Mal gucken, wie wild das wird. Und wenn wir Zeit schon das der lila Raum. Oh, hier rumfahren. Nicht gut. Auch nach 10. Wenn es wenigstens Komodo-Warane gewesen wäre. Oder einer gewesen wäre. Kommt dieses Wüt immer, wenn wir durch was durchfahren? Nein. Auch mich macht das Quad das mit. Das qualmt schon. Die Musik geht ab, ey. Ist auch ziemlich laut. Na, schönes Ziel. Achtung, Vektor! Hui! Ich wollte eigentlich da runterfallen. Hohoho, wir wären auf jeden Fall draufgegangen. Apropos draufgegangen. Tja, er stand halt im Weg. Kann man nichts machen. Gibt es die Erfahrungspunkte nur, wenn man mit ihm spricht? Das weiß ich gerade gar nicht. Ich hoffe, die gab es gerade. Einfach so. Oh Mann. Flugzeug. Zeit, dass wir einen Wingsuit bekommen. Können wir uns keinen basteln? Oder einen Fallschirm zur Abwechslung oder als Alternative. Niemals durch das Hütchen dadurch. Überhaupt schon hinkommen war ja eine Schwierigkeit, was ich nicht irgendwie geschafft habe. Kacke. Es ist zwar echt doof, aber wir gucken mal, wie weit wir jetzt runterkommen. Boah, nicht so. Rückwärts ist nicht so schlimm, oder? Rückwärts irgendwo runterfallen ist doch voll angenehm, wenn man gar nicht sieht, wohin man fliegt. Das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Schlimmer als der Tod. Brauchst du Hilfe? Was machen die denn immer mit ihren Autos? Ja, fand ich ja ganz interessant. Munition. Spinnenfetisch. Wir hatten einen Spinnenfetisch. Wahrscheinlich Spinnenfetisch-Inhaber. Wie viele Kisten es hier auf kleinem Raum gibt. Boah, wie viele Schraubenbäume es hier gibt. Eins. Zwei. Drei. Hier unten war ja noch ein vierter. Und sogar noch ein fünfter. Jetzt haben wir gleich mal 10 Blätter eingesammelt. Die Höhle, oder? Nummer 6. Da würde ich ja schon gerne rein. Das Problem ist, die Folge ist zu Ende. Und das Problem ist, die Aufnahmesession endet hier. Und das Problem ist, wenn wir wiederkommen. Oh, weil dann kommen wir beim Funkturm raus. Vielleicht gehen wir. Oh, die blöden Warane. Vielleicht gehen wir in der nächsten Folge da runter, da rein. Mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.